Kupplung ist kaputt. Oder ist... Hä? Ist das der typische mechanische Fehler, der jetzt gerade hier vorführeffektmäßig aufgetreten ist? Wäre ja schon cool irgendwie. Qualm tut nix. So, da sind wir wieder. Servus, meine Lieben, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von und mit mir. Mein Name ist Knut Mattheisen. Für alle, die hier neu sind, hier geht's ab und an mal um Simracing, aber eher im lustigen und vielleicht auch im unterhaltsamen Sinne. Also keinesfalls im Sinne von E-Sports. Apropos E-Sports, keine Ahnung, ob du das siehst. Auf jeden Fall freue ich mich und richte auf jeden Fall meine Glückwünsche Richtung Tim Jarschel für den DTM E-Sports Champion in Racefilm, wenn ich das richtig gesagt habe. Er hat gestern die Meisterschaft in Hockenheim gewonnen. Volker, falls du das siehst und ich hier Quatsch rede, berichtige mich gerne. Der grande Sieger ist natürlich Tim Jarschel, so unglaublich konstant gepunktet in dieser Saison. Also da gehen auf jeden Fall die Grüße und der allergrößte Respekt raus. E-Sports, also ich mache sehr gerne Simracing, aber alles, wie gesagt, in einem sehr unglaublich unterirdischen Hobby-Level, ja, und da auch mit klassischen Autos und ja, weit entfernt von E-Sports. Aber trotzdem, das ist stark zu würdigen und zollt und gilt meinem größten Respekt. Warum sind wir heute hier? Warum treffen wir uns heute? Es ist eigentlich im Prinzip innen drin ganz einfach. Der Fred hat es vor kurzem erst angekündigt und rucki zucki kam es aber auch schon raus. Das sogenannte GTO-Package für Automobilista 2, drei GTO-Fahrzeuge, abermals Konvertierung aus Project Cars 2 und ein kleiner Benefit, ein kleines Sahnehäubchen noch oben drauf, ein weiteres Fahrzeug, was man so in diese Kategorie Gruppe 4, Gruppe 5 einordnen kann. Der Ferrari 512 BBLM oder umgekehrt BBLM, LMBB, BB-Creme. Nein, das ist keine Werbung. Deswegen ist die hehre Aufgabe heute in diesem Video, ja, wir schauen uns vier Fahrzeuge in Automobilista an. Und wie gesagt, alles, was ich euch hier zeige, werdet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt finden, dass ihr euch das selbst auch entsprechend ja, downloaden und installieren könnt, wenn ihr das denn mögt. Ich labere jetzt mal nicht weiter, sondern wir legen absolut speedhaftig los, also wenn überhaupt Speed, dann nur außerhalb des Rennens, ist ganz klar. Also lass uns loslegen. Ja, und auch hier wieder, meine Lieben, ganz klar über den altbekannten Content Manager für Automobilista 2, ebenfalls in der Videobeschreibung zum Download bereit. Über den Content Manager ganz normal installiert bzw. in das Enabled-Verzeichnis kopiert und dann entsprechend im Content Manager einfach einmal durchlaufen lassen und somit aktiviert. Wir schauen uns einfach mal an, welche Buden sollen wir bei Monaco bleiben? Nee, komm. Wir gehen doch mal IMSA, GTO, GTO, IMSA. Lass uns doch mal auf Road America gehen. Das könnte doch mal passen. Oder vielleicht, lass uns mal Laguna. Nee. Lass uns mal Road America. Lass uns doch mal Road America nehmen. Ja, Road America. Und dann schauen wir doch mal nach, ob wir hier nicht gleich direkt auch ein GTO, eine GTO-Kategorie finden. Geil, 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 da ist sie nämlich schon. Und darunter oder darin enthalten der Nissan 300 ZX Turbo Le Mans und aber auch der Porsche 961, gefolgt vom Ferrari F40 Le Mans. Was ich jetzt schon klar weiß, es gab in Assetto Corsa mal einen Ferrari F40 LM. Ich weiß nicht von welchem Mod. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Mod, weil der Sound von diesem Fahrzeug einfach unfassbar original war. Wir wissen es alle, AMS 2 hat aktuell, ne, im Kontext von Mods immer noch die Schwierigkeit, bei bestimmten Fahrzeugen jetzt nicht im absoluten Originalbereich zu rangieren, was den Motorsound betrifft. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie der Ferrari V8, der sehr laut kreischende, hochschreiende Ferrari V8 hier abgebildet ist. Wir lassen uns einfach überraschen und wir dürfen auch, wie gesagt, eins nicht vergessen, alles ist hier, ja, freiwillig und kostenlos und die Leute machen das aus Liebe und aus Lust und Langeweile. Langeweile weiß ich gar nicht, aber ja, aber aus Freiwilligkeit, das Wort gibt es nicht. Und deswegen ist es für mich auch völlig okay, wenn sich ein Auto geil fahren lässt und eben jetzt mal nicht 100% so klingt. Es wäre natürlich viel cooler, auf jeden Fall, aber wie gesagt,
Macht das auch so Spaß? Und wie sehr das Spaß macht, das werden wir jetzt gleich mal erfahren. Also ich werde jetzt mal mit dem Ferrari F40 einfach mal anfangen. Gucken mal ganz kurz in die Liveries rein, in die Lackierung. Ich finde es immer besonders spannend, einfach mal Ferrari in Blau zu fahren. Gucken mal kurz in den Showroom. Und ja, vielleicht da auch mal ein bisschen zu Ehren von Fred aka Thunderflash, der ja, ne, französischer Herkunft ist und wie man hier unschwer erkennen kann. Ne? Komm, ich muss das nicht weiter ausführen. Ich nehme die Bude jetzt einfach mal. Road America. So, da bin ich nochmal sehr gespannt. Was die ganze Geschichte hier so hergibt. Hat der unten so ein abgeflachtes Ding gehabt? Ja, tatsächlich. Crazy. So, das passt hier eigentlich ganz gut. Das ist der Sound, glaube ich, von einem Auto aus der GT5-Kategorie, ne? Meine ich hier von diesem Puma, ne? Kann das sein? So, wir gucken einfach mal außen rum, einmal kurz. Ist ja meistens so, dass die Kisten dann von also schon, ne, durchgeneist aus, ja. Das klingt ja ganz anders, ne? Gleich. Ja, ist schon ein schönes. Schönes Fahrzeug, sagen wir mal, ja. Düsen wir mal los, würde ich sagen, ne? Ist hier jemand ins Turboloch gerutscht gerade. Was ich vergessen habe, in lauter Aufregung. Mir anzugucken, wie viel PS der Knochen hier hat, aber ich glaube. Recht viel. Knapp 240 im dritten Gang. Das geht verdammt ab hier. Ich finde, der Sound passt eigentlich so charakteristisch. Also er ist jetzt nicht genau dieser stark kreischende, authentische Sound, der Originale, aber ich sag mal so, ne, die Jungs müssen halt im Rahmen der Möglichkeiten dort irgendeinen Sound, ja, ich weiß es nicht, ob sie einen zuweisen, ne, so like this car oder sowas, aber ich denke, es matcht gut, es passt sehr gut, finde ich, und macht auf jeden Fall einen spannenden Eindruck, dieses doch recht aufwendige Fahrzeug hier zu fahren. Der hat hier nichts, oder? Der hat weder ABS noch Traktionskontrolle. Ist eine rhetorische Frage, Leute, bitte beruhigt euch. Wie kann der fragen, ob der das hat? Frechheit. Und dann würde ich sagen, wir machen die Runde noch fertig und gucken mal das nächste Auto in Ruhe an. Einfach mal ganz kurz so zwei, drei Runden jedes Auto. Aber ist gut, also was auch gut gelungen ist, ist tatsächlich so die fehlende Fahrkunst von Knut. Nee, so das Fahrverhalten von dem Auto, das. Ich weiß nicht, was man da genau macht und wie und was. Ob man dann sagt, du pass auf, ich habe hier ein Fahrzeug, ich weise einfach den Sound. Habe ich den Motor hingehimmelt oder was? Oder doch die. Warte mal kurz. Fühlt sich an wie eine kaputte Kupplung. Die ist kaputt. Die Kupplung ist kaputt. Oder ist. Hä? Ist das der typische mechanische Fehler, der jetzt gerade hier Vorführeffektmäßig aufgetreten ist? Wäre ja schon cool irgendwie. Qualm tut nix.
Aber das ist ja, ich glaube, ich habe mechanische Fehler an. Leute, dann ist das auch mein Zeichen, mal das Auto zu wechseln. Interessant, wir beobachten das und springen aufs nächste Auto. Oh, das Cockpit, das gefällt mir gerade so ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist ja geil. Achso, wir wollen ja erstmal immer draußen gucken, so eine kleine Runde, ne? Also, hier, gucke mal. Das ist doch ein geiles Geschoss, oder? Porsche Cockpit typisch. Geil. Achso, falscher Knüppel. Ja. Keine Ahnung, ob man hier noch irgendwie... Ladedruck on board verstellen kann. Ich hatte mal früher Tasten. Limiter? Nee. Auch nicht. Nee. Was ist denn mit mir los? Kann aber auch sein, dass der einfach onboard nichts hat. So, wir bleiben einfach mal hier so im Standard jetzt drin. Also da fühlt sich jetzt die Lenkung sehr viel, viel leichter an. Also ich habe jetzt auch nichts verstellt am Force Feedback Gain. Fahr mal die Runde zu Ende. Ich kenne diese lose, wackelnde Fahrphysik von der Gruppe 5 Mod. Da sind die Porsche auch so. Ob das jetzt tatsächlich in Wirklichkeit so war, keine Ahnung. Ich bin nie eingefahren. Und, aber... Das fühlt sich relativ lose an, muss ich sagen. Wie gesagt, kein Plan, ob das so sein muss. Aber auch hier ist dieses Kurvenhoppeln. Also du lenkst ein, dann geht er hoch und dann fällt er wieder so runter. Zumindest fühle ich das so. Geiler Sound. Porsche halt, ne? Ansonsten beschleunigt, also ist schon geil, schon gut, wie gesagt, bis auf die, also für die Nordschleife wäre mir jetzt nichts, glaube ich. Aber lässt sich auch gar nicht so schwer fahren, also jetzt abgesehen vom leichten Force Feedback, schwer, leicht, was? Nein, aber jetzt von der Schwierigkeit überhaupt das Auto zu bewegen. Wieder nicht geguckt, was der für Bums hat. Warte mal. Müssten irgendwas 670 PS sein, in der Richtung so. Aber hier ist dieses Humpeln, dieses Bup, Bup. Dann geht er hoch und wieder runter. Das ist ein bisschen eigenartig. Also das hatte der Ferrari gerade überhaupt gar nicht. Und das hat auch der 512er Ferrari vom Alex nicht. Ich vermute, dass das einfach an der zugrunde liegenden Porsche-Physik liegt, die der Fred da drunter schiebt halt einfach. Hier merkt man es besonders. Hier merkst du erst gar nichts hier auf der Lenkung und jetzt fährst du eine Kurve, dann wird es kurz schwer, dann huppelt's und dann fällt es wieder runter.
Also für... Wie gesagt, es ist alles freiwillige Arbeit und in jeder Hinsicht zu würdigen, tipptopp. Und ich kann auch absolut gar nicht beurteilen, ob das nicht tatsächlich einfach so fährt in Wirklichkeit. Müsste mich mal jemand einladen, um so einen Porsche mal in Wirklichkeit zu fahren. Also einfach mal in die Kommentare schreiben. Bin übrigens Anfang Mai am Hockenheimring mit dem Timo. Ist das Jim Clark Revival? Oder Hockenheim Classics, eins von beiden. Bei beiden Events bin ich auf jeden Fall. Also, wer in der Nähe wohnt, einfach mal vorbeikommen und bitte so tun, als ob man mich nicht kennt. Ja, nein. Also, wir machen die Runde noch zu Ende und dann schnappen wir mal uns den Nissan und dann gehen wir nochmal zum Schluss auf den Ferrari 512, den mir der Alex als kleinen Vorgeschmack geschickt hat. Was ist mit den Reifen eigentlich los? Werden die irgendwann warm? Ansonsten, wie gesagt, von diesem Kurven... Es ist auch komplett lose hier, ne? Also wenn du so im Geradeauslauf bist, als ob er eine mega Servolenkung hat. Und dann hast du hier so diese Wellen. Entschuldigung, Schulz. Diese Wellenbewegung irgendwie so, diese. Ja, das üben wir nochmal. Also wäre jetzt nicht meine allererste Wahl. Geiler Sound, wie gesagt, überhaupt keine Frage. Alles super cool. Aber so rein von der Steuerung und... Weiß ich nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so ist. Warum der sich so fahren lässt in den Kurven. Und auch gerade eben, ne? Also, jetzt rolle ich 5. Jetzt geht die Lenkung so schwer, wie ich es mir vorstellen würde, dass man so breite Reifen bewegt im leichten Rollen. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei 20 bin, hier... ist nichts mehr da, ne? Also ich weiß nicht, was halt 14 km/h Unterschied ja. Aber es ist, ja, selbst wenn, aber es ist, naja, also wie gesagt, das ist für mich eher nicht so. Wir schnappen uns den Nissan. So, im Nissan 300 ZX Turbo 750 PS V6 Turbo von Nissan, wie gesagt. Schauen wir mal, wie der so anmutet. Das sieht ja alles immer ziemlich geil hier in der AMS-2 aus, ne? Das kann man ja... Das muss man ja schon mal so betonen. Was ist denn das hier für ein absolutes Weihnachtsbaumgefühl mit diesem Fahrzeug? Komm, wir fahren mal raus. Was hat der denn da auf der Motorhaube? Ist ja eh keiner da hier, ne? Die Frontscheibe, als ob sie irgendwie so einen Film drauf hat, ne? Seht ihr das am Seitenfenster? Ist die Sicht klar? Ja, klar. Und vorne raus eher wie so eine Schutzfolie. Hier ist das Force Feedback auch insgesamt vergleichsweise leicht, aber
Er macht diese Hochspring-Huppel-Sachen nicht. Da merkst du auch, dass der natürlich eine andere Physik zugrunde liegen hat, die dem Fahrzeug untergeschoben wurde, nenn ich's mal. Das mit der Frontscheibe, das gefällt mir irgendwie, ja, geht so. Die Bremse kann noch ein bisschen nach hinten. Hinten, habe ich gesagt. Wir gehen da ein bisschen höher. Ich sehe absolut nichts. Also was man bei dem hier machen kann, natürlich FFB einfach mal pauschal 20% höher drehen. Als Referenz bin ich vorhin den BMW M1 Pro Car gefahren, damit ich ungefähr, ne, ein Gefühl habe. Ah, das mit der Frontscheibe, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich würde gerne eine klare Sicht raus haben. Also, so hier. Komm, wir fahren mal so hier. Richtig Arcade-mäßig. Komm. Ist der verrückt, der Matthiasen. Oh, das mit der... Das mit der Frontscheibe. Also mit Sicherheit ist es ganz normal so. Und es wird wahrscheinlich irgendwie eine Folie sein. Vielleicht ist es aber auch ein grafischer Bug. I don't know. Aber für mich ist es jetzt eher... Es ist jetzt nicht besonders super schlimm. Aber es ist auch nicht schön. Und ich würde lieber eine freie Sicht haben. So wie wir sie im Porsche und im Ferrari F40 hatten. Ja, das war jetzt auch eher so, weiß ich nicht, ob ich den jetzt fahren würde, ne? So dauerhaft. Wir gucken uns jetzt nochmal den 512er Ferrari an, den der liebe Alex gezwirbelt hat. Und dann machen wir nochmal ein kurzes Gesamtfazit. Und weil ich ja vorhin von Hockenheim geredet habe, gehen wir jetzt auch mal auf Hockenheim. Ist ja quasi um die Ecke, ne? Und das Fahrzeug befindet sich in der Gruppe 5 und sieht folgendermaßen aus, nämlich so hier. Und der... Ne, vom Alex, das ist auch derjenige, der diese Fahrzeuge konvertiert hat. Und geiles Auto, muss ich mal so sagen. Geiles Auto, V12. Hat kein Turbo übrigens, ne? Also ganz normaler V12 Sauger. Und dann drehen wir nochmal eine Runde hier auf Hockenheim. Sitze ich zu hoch irgendwie? Ja? Mache ich nicht. Wie V12 halt klingt, ne? Auch beim Fahren vom... von diesem schönen Wagen hier. Bremspedal muss ich mal wieder einstellen bei mir, merke ich. Also das Fahrzeug gefällt mir jetzt von allen Vieren insgesamt am allerbesten. Es liegt aber auch am Fahrzeug selbst. Also da können jetzt die Modder wenig für, weil ich einfach bei dem 512, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich den mehr. Also jetzt emotional, nicht was ich am Lenkrad fühle, ne? Also es geht mir irgendwie mehr rein, das Auto, so vom Charakter her. Und ich finde auch, dass natürlich ist es jetzt auch hier relativ
gut für das Auto, weil er halt einen V12 hat. Und ja, wie gesagt, V12 gibt es hier richtig leckere. Da hat der Alex eine gute Wahl getroffen. Leider geil, muss man wirklich sagen. Schalten könnte man auch hin und wieder, Knut. Ich habe jetzt auch extra mal... Oh, der hat aber einen ordentlichen Reifenverschleiß. Beim kurzen Blockieren ist die Hälfte vom Rad schon weg. Okay. Das ist aber auch anders als bei den anderen Fahrzeugen. Ich habe jetzt explizit mal nicht Zwischengas gegeben beim Runterschalten auf die Parabolika. Weil ich dachte, ich kann das gleiche Phänomen wie beim R40 mal provozieren. Aber der funktioniert weiterhin tipptopp. Also kein mechanischer Fehler. Ich weiß nicht, was das vorhin war. Vielleicht war es auch tatsächlich ein Bug. Keine Ahnung. Aber der macht richtig Bock hier, ne? Wir gucken mal ganz kurz ins Replay rein. Ja, das ist schon... Das ist nice. Und solche Fahrzeuge müssen einfach... hier rein. Das ist genau meins. Ruckzuck versiehst du dich besser, hast du eine Stunde hier auf dem Hockenheimring verballert, ne? Ja, das so zum Ersteindruck. Und dann würde ich sagen, haben wir einen ersten Blick in die vier neuen GTO-Fahrzeuge oder eben hier Gruppe 5 Fahrzeuge, natürlich auch alle auf Le Mans nutzbar. Haben uns mal angeschaut und einen ersten Blick reingeworfen. Der 512 BB hat mich jetzt am meisten abgeholt. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich euch die Downloads verlinke. Das ist für den 512er Ferrari nicht zutreffend. Dort einfach dann den entsprechenden Discord, den allgemeinen Discord-Link nutzen. Und sofern der Ferrari dann released wird durch den Alex, ist der dort dann auch zu finden. Wenn ihr noch Anregungen und Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr mal wissen wollt, wie genau ich eigentlich Mods installiere, also es ist immer für mich so selbstverständlich, runterladen, reinknallen, ne, Content Manager durchlaufen lassen, fertig, aus, die Laus. Für viele ist das nicht so selbstverständlich, manche sind komplett neu in AMS, manche sind nicht neu in AMS, aber im Modding-Game neu unterwegs, die wollen es halt wissen. Wenn da Bedarf ist, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann kann ich euch nochmal ein kleines Video zusammenstellen, wie man eben nochmal Mods nach AMS 2 bringt. Und was mich nochmal am Ende des Videos gerne interessieren würde, wäre die Frage, wenn ihr es euch aussuchen könntet, welches Fahrzeug hättet ihr explizit ganz gern in AMS 2. Ich gehe mal voran mit einem Beispiel. Und bitte denkt immer dran, aktuell, ne, Fahrzeugmodding AMS 2, diese Soundprämisse, die wir haben, ich denke da sofort an die Rote Sau, weil die Rote Sau ist ein V8-Bomber. Es gibt saugute, trockene V8-Sounds in AMS 2 und das ist ein Fahrzeug, was ich, glaube ich, Ewigkeiten einfach auf der Nordschleife hoch und runter und runter und hoch und seitlich und quer und hast du nicht gesehen. Das wäre so mein Ding, wo ich sagen würde, Rote Sau in AMS 2, geil. Lasst mich mal wissen, was ihr gerne in AMS 2 hättet und was ihr zum aktuellen Mod-Content sagt, der jetzt hier wieder neu mit hinzugekommen ist. Und ja, alles, was ich jetzt nicht bedacht habe in meinem Statement, auch das lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Ne? So, das war's schon wieder von meiner Seite. Und bis zum nächsten Video, wenn der Knut wieder irgendwie einen neuen Content zu vermitteln hat. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.